Hallihallo und willkommen zu einem neuen Meerwasservideo. Gestern war es soweit, die Seepferdchen haben endlich geworfen und da zeige ich euch gleich mal, wie das Aufzuchtbecken aussieht. Das war schon wie beim letzten Mal, wo ich die Reidis aufgezogen habe. Da habe ich jetzt auch die Erectus reingesetzt. Es sind aber allerdings deutlich mehr als die Reidi, also bestimmt über 100 Tiere. Und von daher muss man jetzt erstmal sehen, wie das Ganze dann sich entwickelt. Ansonsten haben sie auch schon wieder probiert, heute eine Eiübergabe zu machen. Und man sieht halt hier unten, da liegt das Gelege. Also die Übergabe hat nicht so wirklich geklappt. Und ich habe auch zwei neue Beckenbewohner. Und zwar sieht man sie hier. Eine, ja, Krokodilsseenadel, Alligatorseenadel, ich weiß es gar nicht genau, wie der richtige deutsche Begriff ist, aber zumindest ist es so ein Mix aus Seenadel und Seepferdchen, weil die haben am hinteren Teil einen ganz normalen Schwanz, sind aber halt lang wie eine Seenadel und die halten sich halt auch fest an dem Seegras, werden relativ groß mit knapp 30 cm, 25, 30 cm. Aber da ich ja eine Höhe von 80 cm habe, ist eigentlich das Becken, wenn überhaupt, für solche Tiere ganz gut geeignet. Und da konnte ich dann einfach nicht widerstehen und habe mir die beiden geholt. Ich habe auch gesehen, dass sie im Händlerbecken zumindest Zooplankton gefressen haben, was so rumschwamm, wie an den Scheiben war. Hier ist auch relativ viel Zooplankton drin. Ich habe sie jetzt allerdings noch nicht wirklich fressen sehen. Aber sind schon ganz, ganz coole Tiere. Ich kann noch mal schauen, dass ich mir die noch mal drauf bekomme. Ich gehe mal hier rum. So. Also hier ist eine. Die hält sich dann oben so ein bisschen, sieht man hier an dem Seegras, fest mit dem Schwanz. Und ja, ich habe wie gesagt zwei Stück drin, sollte auch ein Pärchen sein. Hier ist übrigens die zweite. Die erkennt man echt schwer. Also wenn man jetzt so rauf guckt, macht mal scharf, das ist jetzt gerade hier unten, so jetzt. Also wenn man jetzt rauf guckt, ist es echt schwer, die zu entdecken. Obwohl die bestimmt auch schon ihre, naja, 15 bis 20 cm, eher 15 cm haben sie bestimmt. Ist also relativ spannend und jetzt ist aber eigentlich soweit gut. Ich hatte mir jetzt noch mein Weibchen bestellt von den Sykorax, weil da habe ich nur das Männchen und noch mal ein Reidi-Männchen bestellt, aber da weiß ich nicht, wann die ankommen, weil momentan ein bisschen Lieferengpässe sind. Ja, gut, Cyanus sind weiterhin da, das hat sich jetzt in den paar Tagen nicht geändert. Aber ja, jetzt kommen wir erstmal zum Aufzuchtbecken. So, hier haben wir jetzt das Aufzuchtbecken. Wie man sehen kann, habe ich schon relativ viele Algen reingemacht. Und wie man sehen kann, wuseln sie alle durch die Gegend. Hier, die hängen auch schon. Das ist ja anders als bei den Reidi. Die Reidi, die halten sich erst nach 2 Wochen oder so fest. Relativ spät. Und die Erectus hier, die halten sich schon nach dem ersten Tag fest. Was halt irgendwie echt süß ist. Ja, und es sind so viele. Es liegen auch schon ein paar am Boden, aber das sind eher schwächere. Die kommen aber auch immer wieder hoch. Ich habe es jetzt so aufgebaut. Ich habe den Luftspruder jetzt hier in der Mitte des Beckens aufgebaut, dass er sozusagen hoch sprudelt und dann so eine Art Strömung erzeugt im ganzen Becken. Ich hoffe, das ist so ganz gut. Und gefüttert habe ich Artemia Nauplien und ich habe gestern noch Kopipoden geholt und Zooplankton. Aber primär werde ich mit Artemia Nauplien füttern, mal sehen, wie die angenommen werden, wie die verdaut werden. Ein bisschen Phytoplankton habe ich reingemacht, deshalb ist es so leicht trüb. Aber ja, an sich mal schauen, wie das Ganze sich entwickelt, aber das ist schon sehr niedlich, wie die Kleinen sich hier überall festhalten an den Algen. Das muss man schon sagen. Genau, ja, das war's eigentlich. Ich werde natürlich berichten, wie sie sich entwickeln. Und dann schauen wir mal, ob es so erfolgreich wird, wie
bei den Reidi. Da konnte ich ja zumindest zwei Tiere nachzüchten. Und mal sehen, wie es dann, wie gesagt, hier sich entwickelt. Also das war es jetzt auch schon. Und ja, gerade ist Wochenende. Das heißt, genießt euer Wochenende. Wenn ihr es an irgendeinem anderen Tag schaut, genießt den Tag, genießt die Woche, wie auch immer. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.